Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schauen wir mal Alien Isolation für die PS4. Wir sind bei Teil 24 angelangt. An meiner Seite wieder meine bessere Hälfte, Mara Jade. Ho, ho, ho. Und ja, also man sieht eh schon, wir sind ein bisschen weihnachtlich gestimmt. Es ist zwar heute, also wo wir aufnehmen, ist noch nicht Weihnachten, aber diese Folge müsste entweder, ich weiß nicht genau wann, entweder am 23. oder am 24. haue ich die raus. Deswegen haben wir uns gedacht, dass wir das Ganze ein bisschen weihnachtlich machen. Vielleicht tut sich das Spiel an uns angleichen und wir erzählen uns die schlimmsten Weihnachten. Wir, die Amanda und das Alien und die Hiwis. Ne? Ja, wurscht. Folge 23, möchtest du kurz zusammenfassen, was passiert ist? Wir sind auf die Anesidora gekommen, das Schiff von Captain Marlowe. Es hat sich herausgestellt, dass er einen Plan hatte, das Schiff und die Station zu zerstören, damit das Alien nicht gefunden werden kann, damit die Firma sozusagen keine Möglichkeit hat, den Alienplaneten zu finden. Und wir wollten ihn aufhalten, die Amanda ist dabei draufgegangen. Das Schiff, die Anesidora, ist auf jeden Fall zerstört und die Sevastopol treibt jetzt gerade ohne Stabilisatoren herum und wir haben Kontakt zu unserem Schiff bekommen, die Torrens. Die Torrens, ja, steht wieder. Also wir sollen einen Weg finden, die Torrens zu kontaktieren und halt eben, wir sollen zum Ricardo, sollen wir jetzt dazustoßen, aber halt eben jetzt auf dem Weg dorthin, Punkt 1, keine Spielstände zum Speichern, also keine Speicherstationen gibt's da und es sind sehr viele Sicherheitsleute da, die unbedingt auf das Schiff wollen und eben auf alles schießen, was sich bewegt und wir haben gerade einen Hiwi befreit, der eh irgendeinen Typen umgebracht hat und der hat jetzt für uns quasi die Drecksarbeit gemacht und hat ein paar Sicherheitsleute irgendwie um die Ecke gebracht. Wir haben zwar nicht alles gesehen, aber ein bisschen was und wir haben auch die Luftreinigung überall deaktiviert und die Beleuchtung. Das heißt, wenn, sollten wir es eigentlich nur mit den Hiwis zum Tun bekommen und schauen wir einfach, wie es weiterrennt. Und vielleicht schaffen wir heute auch überhaupt das Spiel. Mal schauen. Ja. Wäre ein Weihnachtswunder, wie du gesagt hast. Ein Weihnachtswunder, genau. So, da gehen wir jetzt nicht lang. Gut, lass mich jetzt aber noch. Hä, wir haben die oberen? Na, das. Ja, genau, die Sachen haben wir noch nicht gekriegt. Weil, also, wir haben zu viel. Ist alles voll. Gut, aber den Computer haben wir uns noch nicht angeschaut. Doch, ich glaube schon. Das war das mit dem Apollo. Na, da. Wir kümmern das war uns der. Um ihre. Oder? War das nicht der? Drüben? Ah, das waren die Anrufe. Entschuldigung, ja. Nicht tun, was wir können. Genau. So. Das wird der Hiwi sein. Schauen wir uns um. Ein bisschen. Da oben war noch einer. Ja, genau. Ja, wir sacken da ein bisschen was ein, obwohl ich bin eigentlich eher an den Leichen interessiert. Und so wie es ausschaut, dürfte die Schrotflinte dem Hiwi auch nichts anhaben. Also, der ist da hinten. Da ist er noch. Das war ein Mensch. Ja. Seht ihr zwei euch? Das heißt, ich habe da schon wieder das gleiche Problem. Wenn ich jetzt da durchgehe, wissen wir nicht, wo wir hin. Wir schauen mal kurz, weil es ist grün. Geh mal hin. Oh, okay. Aber da ist ein Lüftelschachtele. Haben wir alles ja. Okay. Dann gehen wir mal in die Lüftungsschacht. Oh. Gehen wir klettern. Oh.
Was zum Teufel war das denn? Und ich hoffe, er schießt mir jetzt noch nicht in die Beine. War wohl nichts. Ja, ja, aber... Was bringt, ist eine andere Sache. Das ist alles total beschissen. Ich stimme ihm zu. Sie tun mir ja auch irgendwie leid, nur das Problem ist, sie wollen mit Gewalt das Schiff haben. Also gehen wir da rein, ne? Aber ich glaube, da ist er jetzt drin. Oder? Können wir da rein? Naja, wir müssen da, da hast du dieses Dingele, von wegen, da müssen wir rauf, wie okay. Man sagen, durch das Treppenhaus. Ich meine, auf der drüberen Seite haben wir jetzt noch einen Computer, da könnte man extra Informationen eigentlich kriegen. Ich bin auf mich allein gestellt. Hey. Sorry. Er hätte uns erschossen. Who's next? Du warst sehr, sehr böse, Timmy. Dieses Jahr. Santa hat dich auf der Liste. Da, schau da an, was die Kinder von heute tragen. Sprengkapseln, Sensoren. Das ist aus den guten alten Zeiten geworden mit Lutscherstangen. Zwei Schrotflinten. Wahrscheinlich sind das die Kugeln, die wir ihm verpasst haben. Die haben wir jetzt wieder rausgesaugt. Was haben wir da? Das ist die Luftreinigung. Schalten wir überall die Luftreinigung aus, ha? Ja. Einfach nur, weil wir es können. So, pass auf. Ich schau trotzdem noch mal da kurz nach. Was haben wir da? Yeah! Batterie! Ist ja wirklich manchmal unterschätzt. Zu Weihnachten sind Batterien ja heiß begehrt. Überall wenn es Kinder hast. Ne? Stimmt. Kann man immer gebrauchen. Ja. Weil jeder Schaß braucht Batterien. Türüberbrückung. Hughes, ich habe ein manuelles Schloss an der Tür nach oben angebracht, um Unfälle zu vermeiden, während wir rausfinden, was hier los ist. Der Chief. Da-da-da-dum. Der Chief. Zuerst erschien ein Auge auf Sigson. Wir wollen ihnen keine neue Welt zeigen, wir wollen sie mit ihnen entdecken. Hier bei Sigson soll jede neue Technologie, jedes neue Forschungsprojekt, jede neue Entdeckung Anwendung im Alltag finden, um ihnen zu dienen. Wir hoffen, sie werden sich uns auf dieser Reise anschließen. Will you join me? Das haben wir schon mal gelesen, das morgen gemeinsam. Okay. Die Audioaufnahme wollte ich jetzt noch. Marie, falls du das hörst, ich bin auf dem Weg zu Sixen Communications. Das haben wir auch schon gehört. Ich habe dich nicht geweckt, weil ich weiß, dass du versucht hättest, mich aufzuhalten. Du musst verstehen, dass das unsere einzige Chance ist. Jemand muss den Funk wiederherstellen. Wir müssen sicherstellen, dass die entsprechenden Behörden zu Hause darüber Bescheid wissen, was hier vor sich geht. Keine Sorge, ich werde zurückkommen. Ich werde dich und Claire nicht zurücklassen. Yay, was zum Speichern. Komm zu Papa. Da waren wir schon. Da sollten wir schon mal gewesen sein, ja. Das haben wir, glaube ich, auch damals. Ah, da ist es.
Nutzen kommt das aus. Nö. Ja, aber schon. Ja, da haben wir es damals gemacht. Aber ist ja wurscht, schauen wir trotzdem noch, ob da was rauskommt. Ansonsten müssen wir rauf. Und die ja wieder aufgestockt haben. Na. Ripley. Alles klar? Ach, du bist. Marlos Berechtigungen sind doch immer in diesem Terminal gespeichert. Hätten wir die Koordinaten der Torrents, könnten wir die Übertragungsschüssel manuell ausrichten. Umgehen Sie die Apollo vollständig. Da ist ein Observatorium bei der Kommzentrale, oder? Ja. Damit sollten Sie die Koordinaten der Torrents finden können. Ich mache Ihnen die Tür auf. Siehst du, das haben sie für Multiplayer gemacht, wahrscheinlich, dass sich drei Leute nebeneinander verstecken können. Können dann wie bei DVD machen. Rein, raus, rein, raus. Okay, irgendwas. Orbitalstabilisatoren auf 40% und fallend. Viel Zeit haben wir anscheinend nicht mehr. Ja, aber ich soll ja schleichen. Nein, nein, das passt schon. Darum geht es nicht. Nur 40%, vorhin waren es 60. Ich meine das eher in Richtung, jetzt wären wir bald. Jetzt hat's da was. Jetzt haben wir bald am Ende. Auf jeden Fall, was die Sevastopol anbelangt. Müsli. Gut, das ist ja, glaube ich, schon wieder die Brücke. Da waren ja einige Hiwis damals anwesend. Mhm. Vier, um genau zu sein. Frage ist, ob jetzt nicht das Sicherheitspersonal schon dran ist. Es bewegt sich nichts. Verdammt, ich kann die Abriegelung nicht umgehen. Machen Sie weiter. Das Schiff wartet da draußen auf uns. Apollo lässt mich nicht rein. Versuchen Sie es nochmal. Okay, okay. Ich verstehe es nicht. Die reden, aber wir sehen nichts von Bewegung. Das heißt, sie bewegen sich nicht. Es sind drei Leute. Gab's da nicht das mit dem unterirdisch? Ja. Aber wir müssen darüber, wir müssen links rein. Okay. Da können wir rein. Ich glaube, da kommt wer. Na, ist ja wurscht. Gut, wir schauen mal rein. Los, wir schaffen das. Also, ich glaube, rechts sind die. Genau. Wer ist. Das sind normale. Das sind normale? Das sind normale, das ist kein Sicherheitspersonal. Das könnten normale Überlebende sein. Willst du dich zeigen, oder? Nein, du kannst ja immer noch in den Schacht wieder zurück. In einem vergangenen Leben würde meine Geschichte ungefähr jetzt beginnen. Nee, ich überlege mir gerade, dass ich ein Geräuschemacher darüber habe. Oder eine Rauchgranate wäre auch eine Möglichkeit. Warum? Nein, nicht darüber. Wir müssen ja dahin. Da müssen wir hin. Dass ich rausgehe und das darüber habe. Damit sie abgelenkt sind auf jeden Fall. Wie gesagt, es wäre einmal möglich, dass du dich ihnen zeigst. Ja, und dann... Und dann halt wieder in den Schacht rein, wenn sie nicht freundlich sind. Aber nicht gleich auf Angriff. Nein, nein, das ist ja nicht auf Angriff, das ist jetzt auf Ablenkung. Das ist auf Angriff. Okay, es hat keine Sau interessiert. Thank you.
Landerner. Okay, ich finde es aber, wie gesagt, ein bisschen komisch, dass man den jetzt noch nicht untersuchen kann, aber okay, das ist ja wieder Mini-Kritik von meiner Seite. Okay, also da dürfen wir nicht, das heißt, wir sollen klettern. Also da kann ich doch aufstehen, hoffe ich doch mal. Ja, schau mal aus dem Fenster. Da. Das hat so ausgeschaut, als wenn da Hiwis unten waren. Na, schaut schon cool aus. Gut. Zerstören wir alles. Genau. Was? Na, warte mal. Eingabe mit. Angleichen und drücken zum Bestätigen. Achso. Ja, jetzt oder erst, wenn der Kreis voll ist? Wenn der Kreis, Kreis voll ist, denke ich. Okay. Ah, okay, da tut sich was. Wir fahren rauf. Oder? Fahrt das runter? Wir fahren rauf. Weltraumspaziergang. Stand nicht in meiner Jobbeschreibung. Das ist auch gut. Mhm. Die Sequenz hat mir jetzt sehr gut gefallen. Ich mag das, diese kleinen Spielchen. Ja, wobei eben, es ist wieder interessant, dass da jetzt zum Schluss quasi neue Sachen reinkommen, die vorher gar nicht da waren. Das stört mich nicht. Nein, ich finde es nicht schlecht. Es überrascht mich nur ein bisschen. So, pass auf, ich schau mir das jetzt kurz an. Alter! Gut, Motion Tracker hilft mir. Ich kann den Eingang zur Luftschleuse von hier aus entsperren. Einen Moment! Da, ich hab's! Danke! Ja, dann Resident Evil. Mhm. Die Aufzüge. Mhm. Gut, im Weltraum bist du wenigstens vor den Aliens sicher. Ja, also wenn ich da jetzt auch noch sprechen muss. Wobei nein, da also zumindest kann ich mich am Anfang an einen Kommentar erinnern, wo einer gesagt hat, es ist doch ein bisschen unrealistisch, dass die Viecher so lange im Weltraum durchhalten. Nur frage ich mich gerade, welche, außer das Bolzenschussgewehr, das kann man halt eben benutzen. Ja, aber die Ripley schießt die Aliens, schießt das Alien ins All. Eben, ja, nein, das ist ja, es kann halt eben sein, vielleicht können die so lang den Atem anhalten. Ich habe keinen Motion Tracker mehr, ich bin schon wieder auf mich allein gestellt, das will ich nicht. Normal muss man sich da reinsetzen. Ich kann auch nichts machen.
Ach, das ist cool. Ach du Heilige. Das. Beeilung, wenn die Sevastopol erst fällt, ist die Kacke richtig am Dampfen. Ja, da ist aber viel Debris. Wenn man nimmt, dass dann nur ein kleiner Fehler, also ja, nur ein winzig kleines ein Partikel. Aber ich könnte auch nicht wirklich ausweichen, was soll ich großartig machen? Kannst du nur schauen, dass du so schnell als möglich hingehst. Ja, aber ich kann halt einmal gescheit rennen, also beziehungsweise kann ich überhaupt nicht rennen. Ah, es schaut cool aus. Es schaut cool aus, ja, ja. Und mir gefällt auch wieder dieses, dass nur Geräusche innen drinnen zu hören sind, nicht aus. Oh, ich glaube, da was tropfen. Okay, dass die Dinger da durchkommen. Da fliegt was. Ich glaube, das ist die medizinische Einheit. Das Labor meint? Ja. So, ist das da was? Nein, die Schmenden nennen sie es angeschrieben da. Okay, Aufzug. Naja, es hat wie eine Maschine ausgeschaut. Deswegen. Geben Sie die Koordinaten ins Terminal ein. Müssen wir da jetzt schon hin? Ich dachte, wir müssten oben was machen. Ja, aber da ist nichts. Da war nichts. Sorry, ist nur, ich hatte das Gefühl, dass wir da. Ich irre mich sicher. So, das sind die gleichen Gerätschaften, die ich unten schon gesehen habe. Ja, nein, das passt schon. Tut mir leid, ich wollte dich nicht jetzt da. So, das sind die Knöpfe. Da kannst du aber alles nicht machen. Jetzt geht's. Was? das war nur eine Gefühlssache bei mir. Servolock 1. Okay, Parabolantenne in fester Position. Verdammt! Ist okay, Ripley. Bei den Transmittern gibt es eine Überbrückungskonsole. Geh nochmal hin. Daneben. Nein, okay. Hat er gekauft. Ja, ich meine, da haben wir jetzt auch noch da hinten das, was immer das ist. Ich glaube, wow. Schaut nicht so aus, ob das das wäre. Jetzt gehen wir nochmal zu dem hin, ansonsten müssen wir jetzt. Ja, na dann. Na, war super, war good call, aber ich. Ich hatte nur das Gefühl von wegen. Ja, eh, weil er gesagt hat, schnell und dann ist der urlange Weg zum nächsten Raum. Habe ich mir auch gedacht, aber alles, die ganzen Dinge vorher gehst hin, da ist nichts, ja, der andere, da ist auch nichts, aber du da fahren wir, ja, nur da ist. Ich kann ja keinen Motion Tracker benutzen. Nicht mal die Taschenlampe. Es ist schön dunkel. Jo, wie in einem Entenpopo. Du siehst ja wirklich nicht, wo es hingeht. Na. Weil die mittleren aktivieren sollen? Geht nichts anderes. Okay, da haben wir drei Dinger. Klemm, klemm, klemm. Notfall klemm. Okay, das ist. Okay. Wow. Wow. Ah, okay. Gut, es könnte aber immer noch sein, dass wir da die Dinger erst einmal alle hochfahren müssen. Mal schauen, das schaut auf jeden Fall schon sehr cool aus. Ja, ja. Gut, sollen wir jetzt da irgendwas. Jetzt da. Da. Thank you.
bewegt sich. Ich habe auf einmal dieses Tor-Gefühl von Avengers. Was für ein... Also Tor, der Charakter? Nein, ach so, ja, okay. Ich glaube, ich möchte irgendwie in Deckung gehen. Die Farbeffekte sind da so schön bei dir. Ja. Na, geh wieder raus. Er könnte ja was sagen. Ich glaube, du musst jetzt nur wieder nach oben gehen. Wir haben alles gedrückt, was da zum Drücken gibt, ne? Genau. Und könnte sein, dass wir jetzt da wieder rauf müssen zu dem einen Dingele, was vorher nicht angezeigt worden ist. Ja, welche Koordinaten soll man nehmen? 10? Nein. Eins weiter. Dass die 10 dort steht, wo du bist. Das ist 10. Achso, da kommst du nicht weiter. Ja, okay. Okay, geh mich aus. Ja, warte mal. Steht da nicht irgendwas? Nee. Koordinat. 35. Also. Ja, hoffen wir, dass das ist. Hallo? 75. Ah, 75. Ist alles nicht so einfach, sorry. Ich finde, wir machen uns ganz gut dafür, dass wir keine Ahnung haben. Ja. Sicher, ich gehe mal wieder zurück. Schön aus. Wunderschön ist das gemacht. So, jetzt kontaktieren wir die Borg, dass die wissen, wo die Menschen sind. Wir sind die Borg. Torrance, hier spricht Ripley auf der Station. Können Sie mich hören, Relaine? Ripley, was zur Hölle geht da drüben vor sich? Schlechte Sachen, Torrance. Hier läuft ein Alien herum. Es ist tödlich. Sie müssen uns hier sofort rausholen. Ich habe keine Zeit für Erklärungen. Bitte, Verlaine. Wir können nirgendwo andocken, Ripley. Die Station driftet von ihrer Schwerkraftverankerung. Unter dem Raumfahrtterminal habe ich eine Schlepperplattform gesehen, aber die Torrance ist für die Verbindung nicht ausgelegt. Sie müssen die Klemmen der Abschleppplattform von ihrer Seite aus ausfahren. Begeben Sie sich einfach in Position. Mal schauen. Was? Mal schauen. Ja, mal schauen. Lustig, es hat sich gerade nach einem Hiwi angehört. Ich schau mal kurz, gibt's da irgendwas? Oh, wir müssen wieder alles rein. Okay. Ich habe nämlich gedacht, dass wir jetzt quasi noch mehr einen Spacewalk machen, halt eben dort noch irgendwas aktualisieren oder machen. Das muss auch schon, müssen wir wieder rein, dann müssen wir zu einer anderen Luke wieder rausgehen. Ducken kann ich nicht, laufen kann ich nicht.
bin ich aber auch gescheit, du kannst im All nicht laufen. Ja, nee, schwierig. Und du riskierst, dass da ist keine Gravität. Hm. Und solche Magnetstiefel wie in Star Trek haben wir da auch nicht. War auf jeden Fall eine schöne Zwischensequenz. War, ja, schön gemacht und so. Ricardo, halten Sie sich bereit. Wir verschwinden von hier. Ricardo? Ups. Ricardo, hören Sie mich? Ricardo, bitte komm. Sagt, der stirbt sicher. Jeder, der uns hilft, stirbt. Ja, und sehen wir es Hollywood-mäßig. Er ist ein Schwarzafrikaner, also. Oh. Nein, ist es so. Die sind meistens die draufgehen in den Filmen. Oh, ein Alien ist anwesend. Das war jetzt noch nicht rassistisch gemeint, oder was? Okay. Nein, das weiß ich schon, aber es ist eine traurige Regel. Ja. Notfallsituation. Evakuierungspunkt und warten. Und heute ist nicht traurig, heute ist weihnachtlich. Ja. Noch da? Nein. Okay, wir sind da raus. Ja. Ach, Ricardo, wir kannten dich kaum. Besser als Axel allerdings. Okay, hinten wird's. Naja, ich weiß nicht wo. Könnte wieder durch die Luke da krallen und sowas, aber ehrlich gesagt habe ich keine Lust. Nein, ich würde oben bleiben und mich bei den ganzen Tischen und was das ist. Gut, also so wie es ausschaut, da hinten huckt es irgendwo, oder? Ja. Ich sehe es nicht. Ah, da ist es. Okay, es kommt. Da ist. Ja, aber ich habe mir gerade überlegt, dass ich den Geräuschemacher irgendwo hinwerf, aber. Nein, dann komme ich wieder an ihm vorbeischleichen. Ich jetzt, wenn es wieder herkommt. Ich warte noch, von welcher Richtung es kommt. Mhm. Zur Not mit dem Flammenwerfer. Richtig. So. Du verschwindest, ich verschwind. Und gut ist gelaufen. Ja, wir müssen jetzt zum Aufzug. Ich speichere jetzt nicht nochmal. Nein. Weil ich hoffe mal, wenn wir dann in die nächste Ding kommen, halt eben. Ding? Ding, ja, in die nächste Abteilung, dass wir dort dann wieder speichern können. Ja, ich meine, ich hätte eh noch da von wegen Rohrbombe, Molotov-Cocktail und so irgendwas. So, da trennst nix. Wieder kurz schauen. Nur gerade aus. Tu ich nix. Die hört sich gefährlich an. Trennst nix.
Ricardo? Na, ist Ricardo? Das nicht... Ei, Scheiße! Oh nein! Also, dem würde ich... Können ihm eh nicht mehr helfen. Naja, wenigstens von seinem Leiden erlösen. Hätte ich gemeint. Okay. Ach, musst du da nicht da rein? Nee. Motion Tracker sagt in die Richtung. Ja, aber das führt uns weg vom Ricardo, meine ich. Ja, ja, aber kommen wir überhaupt zum Ricardo rein? Weil, wenn du das anschaust... Ja, das stimmt, das ist nicht das. Dort kommst du nicht hin, da... Oh. Ja, ja. Ach. Ich meine, ich habe gewusst, er wird sterben, aber trotzdem stört es mich. Er hätte verdient, dass er überlebt. Gehst du bitte weg? Ja, weil er da drüben steht, ich weiß es eh. Jetzt genau. Hey, ja. Ich meine, was halt eben auch sein könnte. Warte mal, wo sollen wir jetzt hin? Da unten hin. Doch runter. Nee, der ist doch da drüben. Ich hab keine Ahnung, wo er gerade ist, aber es hat sich nicht angehört, als ob er jetzt super nahe wäre. Na okay, also vom Ding her stimmt's ja. Der ist neu. Noch keine Komponenten. Gut, wir sind hier. Warte mal kurz. Nee, wo? Ach so, warte mal. Wir schauen da jetzt rein, wir sollen den Gang runter. Oh, ich bin voll... Nein, ich weiß, wo wir hin müssen. Ich war gerade ein bisschen perplex, wo wir sind, wo wir hin können. Ich meine, wir könnten entweder halt eben jetzt die lange Route nehmen über die ganzen Tunnel. Oder einfach mal über den Gang. Oder einfach mal über den Gang. Na, ich weiß, was du gerade hast. Ja, ich weiß, ich soll nicht rennen, aber irgendwie möchte ich auch ein paar Meter machen. Und es ist immer so knapp, dass ich mir nicht aussuchen kann, dass ich mir jetzt irgendwas kurz. Kann man da. Wir könnten da durchgehen. Es ist wieder anwesend. Hinter dir anscheinend, weil sonst würdest du es vor dir sehen. Ja, aber das müsste man auch anzeigen, wenn es hinter mir ist. Und jetzt zum Beispiel? Ja, da ist. Ist da drin. Ach, der Effekt allein mit der Luftwaberung beim Feuer. Das ja. Ist echt super. Das müsste da sein. Mhm. Ah ja, da ist sie ganz weit. Okay. Ich muss ja nach rechts, ne? Ja. Ja, da gibt es ja auch nichts zum Speichern. Gut, ich schalte wieder auf. Tu dich mal heim vielleicht.
Scheiße. Entschuldigung fürs Fluchen. So, okay, wo müssen wir hin? Gleich da. Gleich da. Ja. Okay, go, 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 go. Ich sag dir aber was, das werden wir in der Folge nicht schaffen. Es ist zart. Ist okay. Also, oder vielleicht den einen, weil ich habe ich das in der in der folgenden Folge habe ich das gesagt gehabt, von wegen, wo ich mich kurz informiert habe. Es kann auch sein, vielleicht hat es der Let's Player nicht durchgespielt. Oder, ich weiß es jetzt nicht. Weil, wie gesagt, er hat vier Folgen hat er damals gebraucht, und das waren so 25 Minuten pro Folge. Das war aber auch kein Speedrun, was ich weiß. Und. Aber ich denke, wir sind schon nah dran am Ende. Wahrscheinlich haben wir die Hälfte des Spiels erreicht. Nein! 10 Jahre Spiel. Das dürfte die letzte Folge sein. Gut, in 10 Jahren hoffe ich nicht, dass ich mich so anhöre. Okay, da keucht einer. Ah, da ist ein Sicherheitsmarksel, steht dort. Jo. Strom zum Habitat wiederherstellen. Was war das? Zum Transit. Müssen wir jetzt wirklich kämpfen gegeneinander? Na, du kannst ja versuchen, dich vorbeizuschleichen. Ja, dafür müsste ich das Areal besser sehen. Er sagt. Da ist einer. Genau, du hast mich gewarnt. Ja, der geht einfach. Das hat er verdient. Das war gerade mir da recht cool. Und wir können noch. Musst du mich dauernd umarmen, Alter? Das gibt's ja nicht. Du mal lieb und ja, Weihnachten ist eine Zeit genau, der Liebe. Genau, das Fest der Liebe, ich wollte es gerade sagen, ja. Es weihnachtet schwer. Das in Alien Isolation. Lumpi. Das ist nicht die Lumpi. Das ist ein Lumpi. Das ist nicht die Lumpi, aber ein Lumpi. Unsere Katze heißt Lumpi. Meine also. Katze heißt Lumpi. Macht sicher ein Geräusch. Ich nicht einmal. Ich weiß noch nicht, wo wir hin müssen. Ich meine, Selin steht da. Schau dich um. Ja, schau dich um. Na, nicht. Achso, da. Okay. Schau dich einfach mal um. Wahrscheinlich da hinten kannst du so. Da war gerade ein. Was? Schatten. Aber jetzt war er weg. Ich muss nicht flüstern, das hört mich eh nicht. Ich bin deppert. Ja, wenn ich da reinkomme, aber da haben wir angefangen, das muss so, rot sein. Okay. Oder kein Strom ist da. Dann schauen wir uns noch weiter um. Komm, erst lass mich anklären. Ich sehe da nichts. Und ich weiß schon, ja, ich renne mit einem brennenden Molotow-Cocktail durch die Gegend. Ja, das wird's. War da hinten was Nagel? Da ist nichts. Von mir aus, ich gehe nochmal links. Das ist. Ich glaube, wir können dann eh bald nochmal laden. Okay, bitte erst.
jetzt nicht irgendwas anderes zum tun? Das war so richtig nö. Na, ja. Ich will gerade auch nichts anderes umschalten, weil ich mir dachte, vielleicht Fackel oder irgendwie sowas. Aber alleine für die Fackel, die müsste ich erstmal anzünden. Ich meine, es ist eh halbwegs blind. Schaut man mir schlecht. Wir kaufen nichts. Auf Wiedersehen. Ja, Strom wiederherstellen, das haben wir mitgekriegt. Dass man sagst, wo und wie. Da drüben ist was beleuchtet, aber das ist auch nichts. Da kommen wir, gell? Schauen wir mal, ob wir da weiterkommen. Ich glaube es aber nicht. Schon nicht. Lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus. Ja, du Spacken, komm her. Ja. Und durch das ganze Heilen kannst nicht bewegen, währenddessen hupft es natürlich wieder raus. Unser Pinocchio im Tauchanzug. Zugangscode benötigt. Da, okay. Ja, such irgendwo da drüben, müssen wir. Also entweder funktioniert es oder es funktioniert nicht. Das ist. Ja, für was ist der Geräuschemacher sonst da? Nein, das passt schon. Noch, wirf noch einen. So, theoretisch könnte ich dann schauen, dass ich mal vielleicht wieder mal irgendwas baue. Jetzt haben wir ja doch viel aufgebraucht. Mhm. Molly. Dann kann man ihn nur einbauen. Hat er so viel Coast? Gehst du weg? Die Nachbarn. Geht schon, schalt den Radio ein. So, this is Christmas. Code für Reparatur. Hey, Myers! Meine Schicht ist um und ich muss. Und ich mache jetzt Feierabend. Falls du in den nächsten 3 Stunden hier aufkreuzen solltest, um das System zu reparieren, bin ich nicht mehr hier. Der Code ist 1851. Das kennen wir schon, oder? Das ist schon wieder. Ja, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber ich habe ehrlich gesagt auch keine Lust, das zu lesen. Das ist dieses typische Gewäsch. Ja, wir haben einfach keine Lust mehr. Ne? Sie haben da unten zu lange gebraucht. Ich musste diese Anlage abschalten und den letzten Transit erwischen. Wir können es uns nicht leisten, die Türen zu unserer Zufluchtsstätte weit offen stehen zu lassen. Es muss nur eine Kreatur eindringen und all unsere Vorräte und Waffen sind futsch. Ich und meine Crew werden hier bleiben, bis Rettung ankommt. Es tut mir leid, aber als sie sich dazu entschlossen haben, einem Schiff nachzujagen, das niemals ankommen wird, haben sie den Plan ignoriert. Sinclair, Ende. Aber haben wir jetzt gerade den. Anscheinend. Wir haben den Code. Ach so, okay, ja, 18:50, okay, Entschuldigung. Ich habe nämlich gedacht, jetzt müssen wir da den Strom einschalten, da passiert nichts. Ne? Ich glaube, ich kann noch einen Molotow-Cocktail basteln. Nee, kann ich nicht. Ah, weil ich gerade den Ding gebaut habe. Was fehlt uns noch für den? Ein Sensor. Da sind vorher so viele rumgelegen und ist immer so. Nein, ich glaube sogar die Leiche hat da noch einen liegen. Hinter uns? Was?
Ah, vielleicht im Luftschacht. Okay. Gut, mit dem Code müssen wir da vorne jetzt da weiterkommen. Bei der Tür hier. Da hat es geheißen, es ist ein Code, wird benötigt. Ah, okay. Ein Senior. So. Wehe, das ist jetzt wieder von wegen die Waffen abgeben. Müsste man eh außerdem in der Mitte durchgehen können. Ich will gar nichts anschalten, irgendwie taschenlampenmäßig oder so. Ah, da hat was geleuchtet. Ja. Der Raum ist super. Super. So ja, der ist super. Der hat super. Der hat ein Telefon. Gut, aber was machen wir da herinnen? Ah, okay. Jetzt können wir da rein, ja, okay. Was? Jetzt ist alles angegangen, vorher war das nicht. Das ist doch mal interessant. Soll ich da was sagen? Die ganze Zeit in den dunklen Räumen habe ich drauf gewartet. Ja, ich habe die schon wieder voll verdrängt. Ich habe ihm eh gesagt, ich ziehe das Alien dem Facehugger vor. Komm nicht näher, weil ich nehme die das Bindemittel mit. Hold me, frill me, kiss me, kill me, ne? Oh, das könnten wir auch mal herstellen, aber eigentlich wollte ich mal eins nehmen. Nein! Will mich nicht umbringen. Noch nicht! Aber bald. Wenn es so weitergeht. Ist das so, da schalten wir das ein. Zufluchtsstätte verschlossen haben. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Vielleicht, dass sie ihre Meinung ändern und mich reinlassen. Oder dass sie mich wie alle anderen auf der Station, die ihnen in die Quere kommen, erschießen. Sie haben mir die Tür vor der Nase zugeknallt. Ich höre Regungen im Stockwerk unter mir. Ich habe nicht viel Zeit. Sinclair und seine Leute haben Sevastopols Nahrungsvorräte und den Großteil der Waffen. Aber ich habe auch Kinderstimmen gehört. Ich hatte mich gefragt, wo die Kinder hin sind. Vielleicht können sie diese Monster von ihnen fernhalten. Trotz allem hoffe ich, dass sie das schaffen. Die Kinder. Muss man da noch irgendwo was machen? Ja, gleich. Warte mal kurz ab, wo er hingreift. Okay,
Okay, er bewegt sich von uns weg. Das ist nur Sicherheitsmaßnahme, falls er reinkommt, dann soll es uns zerreißen. Jetzt hoffe ich direkt, dass wir die Kinder finden und ihnen helfen. Glaube ich nicht. Gehen Sie über den Habitatbereich in das Raumfahrtterminal. Wo heißt das auf Deutsch? Ah, da drüben. Gut. Gerade eben. Also. Nein, ich glaube, das ist nach links. Ja, zuerst etwas auf der linken Seite. Da ist sie. Wo? Wo? Wenn du beim Feuer schaust. Da war es. Da war es vorher. Genau da. Hinten. Es nervt gewaltig. Nein, du machst das super. Das Alien nervt, das meine ich. Ich weiß, aber du machst das super. Dankeschön. Ja, ich weiß, Gefahr ist. Ja, super. Und jetzt müssen wir... warten, bis der kommt. Genau. Vielleicht kann man sich irgendwo verstecken dabei. Nee, ich kann mich nur in die Ecken hauen. Bastelst, dann kommt normalerweise. Wieso schaltet der immer auf das Ding? Nein, Scheiße, ist noch nicht offen. Gut, also ich schaue mal kurz auf die Uhr, aber das, ich weiß nicht, der muss einige Sachen geskippt haben, weil das schaffst du in der Zeit nicht. Du, alleine beim Weltraum, also beim Spacewalk, du kannst nicht schneller gehen. Sicherlich hier und da hat uns das Alien aufgehalten oder die Hiwis oder sonst irgendwas, aber ja. Der muss Sachen geskippt haben oder was, das gibt's nicht. Oder geschnitten. Ja, eben. Ripley, wir gehen jetzt in Position für die automatische Landungsbrücken-Andocksequenz. Der Funk wird abbrechen, bis wir uns dem sinkenden Orbit der Station angepasst und in Position gebracht haben. Wir warten nur darauf, dass sie die Klemmen der Schlepperplattform ausfahren. Keine Ahnung, wie sie mich zu dieser Aktion überreden konnten. Okay. Schon wieder Mini-Areal. Zum Speichern habe ich da jetzt auf die gar nichts gesehen, habe aber nicht so drauf geachtet. Nein, aber geh einfach einmal. Da ist wieder was mit Computer. Aber die Frage ist, ob wir überhaupt was brauchen. Nö. Passt. In den Aufzug. Das heißt, im Endeffekt gehen wir jetzt wieder zu der Stelle, wo wir ganz am Anfang waren, in der Raumfahrttür. Müsst mich verarschen. Da sind wieder Boxen. Können wir das nicht à la Metal Gear Solid machen? Ja, genau, die Box anziehen. Okay. Ja, jetzt kannst du rennen. Lass uns in Ruhe. Geh weg von uns. Nee, wirst du nicht. Wie fährt er? Na klar! Ach, da war aber gerade was am Tisch. Wurscht.
wer wo wie war. Am Tisch ist irgendwas zum Einsammeln gelegen, aber ist egal. Passt uns. Passt, weg mit dir. So, wo, da hinten oder was? Bist du gerade an dem vordersten Tisch, wie du vorbeigekommen bist. Sag's einfach, verfickte. Ja, dieses verfickte, liebesgeile Alien. Okay. Okay, Sprengkapsel. Warte mal, wie sollen. Ja, ich werde sie einfangen, danke. Was willst du mit dem. Das müssen wir sogar. Jo, na klar. Gebiete! Aber es muss immer noch einen Schmatzer machen. Das gut, wir haben vorher gespeichert. Ich nehme den Überschlag an. Ja, Entschuldigung, Terminator. Wir wissen sie. Nein, I'm living forever. Who wants to live forever? Das war natürlich wieder das Stichwort für unser geliebtes Alien. Es ist eine Stunde, wir machen jetzt da einen Cut. Ho, ho, leck mir mal. Ja, nein, Du hättest dir gewünscht, dass wir es in der Folge schaffen, gell? Ja, nein, ich bin jetzt wirklich baff. Wie gesagt, ich will mich ja nicht spoilern lassen. Ich habe nur kurz immer zitzelweiß reingeschaut. Ja, ja. Ich habe mir nicht dieses Let's Play angeschaut, weil ich mich nicht spoilern lassen wollte. Aber das hätte nochmal hinhauen müssen. Aber es kann wirklich sein, dass der nur die Highlights zeigt hat von dem Ganzen. Es kann auch sein, dass wir das nächste Mal 10 Minuten spielen und dann ist das Spiel aus. Das ja, kann passieren. Das schauen wir mal. Also ja. An sich hat es mir gefallen. Das ist jetzt ungefähr das, wo es am Anfang haben wir so Kommentare gekriegt, wo Leute gesagt haben, hey, mir ist das irrsinnig wohin gegangen, dass das Alien und die Hiwis hassen. Ich glaube, da wird das jetzt da gemeint sein, weil es ist ja wirklich, ist wirklich du schwierig. Weißt nicht mehr, was du machen sollst. Und was? Ich will jetzt nicht wieder kleinlich sein oder was, aber da sind so viele Geräusche und so viel passiert und das Alien ist nur an uns fixiert, was? Und dann schießt das an, auch wenn es einen Weg hat. Nein, es muss herkommen, muss dich schütteln einmal oder diesen hier machen, den Todeskuss geben aller Mafia und dann verschwindet man wieder rein, dann warten wir 5 Minuten, nein, nicht einmal 5 Minuten, wäre schön. Ja. 2 Sekunden ab, so, ja, darf ich wieder raus? Ja, danke Regisseur, ich hupf wieder rein in Action und währenddessen kommt der andere, ich werde sie fangen. Na, das, was, das sind dann so Sachen, das Schrotflinte kann ihm nichts anhaben, weil er einen Regenmantel anhat. Der Bolzenschussgerät ist ein Wunder, dass uns da irgendwas geben. Aber das war jetzt wirklich zum Schluss ein bisschen zu viel, weißt. Das Ende hat mir jetzt nicht so gefallen. Es ist aber gut, dass so passiert ist, weil wir eh schon wieder auf Überlänge sind. Schauen wir einfach nächstes Mal. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir das letzte Mal gespeichert haben. Wie viel wir da jetzt nachholen müssen. Ja, schauen wir einfach mal. Im Großen und Ganzen hat es mir aber eh wieder gefallen. Also, wie gesagt, es ist jetzt nicht, dass man das Spiel nicht taugt oder so. Es sind nur es gibt so halt Kleinigkeiten und so Dinge, wo oder Situationen, wo ich verzweifle jetzt nicht, aber es geht mir einfach wohin. Dass die. Du haltest dich eh an Schleichen und es hilft dann nichts. Gut, jetzt in dem Moment haben wir zu rennen. Sind wir gerannt? Ich kann schon kein Deutsch mehr sprechen. Ja, ja. Naja, schon. Weil das Schiff auseinanderfliegt. Genau. Und ich mir denke, okay, dem Alien sind wir wichtiger als sein eigenes Überleben. Nein, weil das steht im Drehbuch. Bricht auseinander. Das steht im Drehbuch. Das gehört so. Und auch beim Hiwi sollte man eigentlich meinen, der sehr checkt, dass die Station bald abkackt. Gut, der Hiwi, den lasse ich mir noch einreden, dass der eben auf sein eigenes Leben jetzt keinen Wert legt. Ja. Das einfach nur, wenn er attackiert wird. Oder dass Apollo nicht reagiert darauf, dass er
Das ja. ist, glaube ich, wurscht. Da geht, also da würde ich sagen, dass überhaupt bei den Hiwis die Direktive ist halt eben das, wenn irgendein Notfall ist, dann schaust du normalerweise, dass du dem menschlichen Personal hilfst und die, also damit die überleben. Im Angriffsmodus wird es einfach nur sein, für deine normalen Pflichten durch, alles andere ist wurscht. Weil die müssten ja quasi ihre. Weil ihre obere Direktive, die Apollo ihnen gegeben hat, das wissen wir ja, ist, dass sie eben die Lebensform vor allem anderen geschützt werden muss. Ja, aber. Die schützen sich eh vor sich selbst, also, oder beziehungsweise, ja. Nein, ich meine das Alien. Ja, ich weiß nicht, aber das dürfte dann wurscht sein, also, oder beziehungsweise glauben die, dass die so weit sind, oder kann ja auch sein, dass jeder abteilungsmäßig, hey, der hat keinen Zugriff auf das, was gerade passiert, ist wurscht, du hast auch keinen Zugriff und die Zugriff haben, die können wahrscheinlich nichts machen oder was. Ja. Also ich fand es wieder sehr gut, es war spannend, es war von der Geschichte her, wie gesagt, sehr gut, das mit den Kindern finde ich traurig, also ich hoffe, dass man die trotzdem... Ja, na, überhaupt, dass noch Kinder anwesend sind, weil ja, ich meine, das ist ja diese Station, die am absteigenden Ast ist, die eigentlich verkauft werden müssen und halt eben... ich meine, ja, ich weiß schon, dass dort waren Familien auch drauf. Das ist aller LV-426 halt eben, wo auch die ganzen Familien, also von den Kolonisierern, von den Kolonisten, so, dass ich das hab, Alter. Da war das aber normal, nur eben, das ist eine Station, die verkauft wird, die Minimalbesatzung hat, dass da Kinder drauf sind, das macht auch irgendwie jetzt gerade nicht sehr viel Sinn. Und dass die auf der Andromeda, oder wie hat die geheißen? Was? Das Schiff. Anisidora, oder? Anisidora. Dass die dort drauf gewesen sind, das kann man nicht vorstellen. Nein. Und die Torrent hat auch nichts hergebracht. Aber wir haben anhand des Audiotapes, dieser Nachrichten, die wir gehört haben, haben wir ja gewusst, dass Kinder an Bord sind, weil er ja ihm der eine zum Beispiel gesagt hat, hey, du und Claire, ihr seid sicher zu Hause. Also wir wussten, dass Kinder da sind, nur ich dachte, dass die alle schon evakuiert worden sind. Keine Ahnung. Ich meine, wir haben im Nest Tiere nichts und Kinder, gefunden. Das sind die zwei. Ja, aber wir haben im Nest nichts gefunden. Deswegen sagen wir mal, sie haben es. Entweder sie wurden vorzeitig erlöst oder sie wurden evakuiert. Das erinnert mich sofort an Fallout, an diese eine, den Vault, wo du mir da waren das einige Vaults. Hast, ja, mit den Kindern. Es gibt so viele Geschichten bei den Vaults. Eine Geschichte, wo ein Vault war nur mit Kindern und mit halt erwachsenem Personal, die sich um die Kinder gekümmert haben und die dann die Kinder umbringen mussten. Egal, wurscht. Auf jeden Fall solche Sachen, obwohl es Fiktion ist, obwohl es nicht wirklich real ist, das ist auch etwas, bei den das rührt Filmen, mich total. Ist ja auch bei den Filmen genauso. Halt ja, eben, das müsste schon das totale AK sein, dass ich sage, okay, das ist mir wurscht. Na gut, okay, aber schauen wir, dass wir zu einem Ende kommen. Also im Großen und Ganzen hat es uns gefallen. Wie gesagt, mir ist es teilweise so situationsmäßig wieder mal ein bisschen wohin gegangen, aber im Endeffekt, ja, es ist okay und mir gefällt es noch immer das Spiel und ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass wir es heute durchschaffen als kleines Weihnachtswunder. Nein, doch nicht. Vielleicht als Neujahrswunder. Mal schauen, wie viele Folgen wir dann noch machen müssen. Ja, auf jeden Fall hoffen wir mal, euch hat es gefallen beim Zuschauen. Wir wünschen euch natürlich wieder einen schönen Tag bzw. einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr diese Folge sehen solltet. Wir wünschen euch auch noch ein schönes Weihnachtsfest. Für den Fall der Fälle, dass wir uns nicht mehr sehen sollten, aber ich glaube es nicht, wünschen wir euch jetzt auch schon gleich einmal frohe Silvester oder einen guten Rutsch ins neue Jahr. Einen guten Rutsch, keinen Ausrutsch und sauft's nicht zu viel. Und ja, vielleicht sehen wir uns das nächste Mal wieder. Mensch, bleiben geil. Tschüss. Baba.